Hallöchen, liebe Bastelfreunde, Sebastian hier von DevMap Models. Willkommen zur nächsten Videofolge hier für die offizielle Videoanleitung zum Unimog 406 und zwar mit den Ausgaben 65, 66 und 67. Ja, heute gleich drei Videofolgen, warum werdet ihr anhand der Baugruppen gleich nachher im Detail sehen. Ja, lasst gerne ein kostenloses Abonnement da, Kommentare und einen Daumen nach oben sind natürlich gern gesehen. So, ihr Lieben, und da schauen wir uns das Ganze mal an. Wir bekommen nämlich als erstes hier den Träger. So, das hier mal alles bereitlegen, dass man das hier der Reihe nach alles zeigen kann. So, und zwar ist das der Hilfsrahmen. Ja, mit dem können wir nichts machen, außer beiseite legen. Machen wir aber jetzt nicht. So, dann kommt in der Ausgabe 66 der Pritschenboden, der erste Teil. Das ist ja dieses etwas größere Teil. Und ja, mit dem machen wir auch noch nichts. Das ist diesmal eine Monatslieferung, mit der man nicht wirklich was machen kann, also nicht viel. Und in der Ausgabe 67 gibt es dann hier den Einlegeboden. Mit dem dürfen wir allerdings was machen, denn den stecken wir jetzt hier passform mit diesen Steckstiften voran hier in die vorgegebenen Löcher ein. Der wird also hier jetzt nur so eingeklipst. Gefällt mir jetzt allerdings noch nicht, das werde ich nochmal nacharbeiten, weil der eine Steckfuß hier zum Beispiel, vielleicht sieht man das, hier ist so eine Anhöhe jetzt drin, der lässt sich hier nicht richtig reinstecken. Das heißt, dann werde ich nochmal rausziehen, dann das Loch vielleicht vergrößern und das Ganze dann mit Plastikkleber einmal festmachen. So, und mit dem machen wir auch noch nichts. Das ist ja heute wieder eine Nichtstuer-Folge. Aber wir können das Ganze hier mal so dekomäßig einmal hier so drauflegen. Ja, so ungefähr wird es wahrscheinlich nachher drauf kommen. Schauen wir mal, wie sich das Ganze hier gestaltet. Vielleicht kommt es auch so drauf, das denke ich mir nämlich eher. Da würde es zumindest mit dem Rahmen passen. So, ja. So sieht es besser aus. Gut. So, ihr Lieben, und das war es auch schon wieder für die heutige Unimog-Folge. Ich freue mich natürlich, wenn ihr zur nächsten Folge wieder reinschaltet. Die wird ja wieder ein paar Tage dauern, durch das wir ja jetzt drei Hefte mit einmal gemacht haben. Aber trotzdem seid gespannt, da wird es auf jeden Fall kleinteilig weitergehen. In dem Sinne, mal viel Spaß beim Nachbauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.